Willkommen Leute zur Folge Nummer 3 von To Marry vs. Haben wir es angeschrien. Die Serie, bei der wir uns halt battlen, wer Sachen schneller und besser lernen kann oder bauen kann zum Beispiel. Die letzte Folge gab es bei Thomas, falls ihr die verpasst habt, Link in der Videobeschreibung oder am Ende vom Video. Dieses Video wird auch gesponsert von Blinkist, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Heute lernen wir lange unter Wasser Luft anhalten. Das heißt wirklich, wir versuchen so 3-4 Minuten zu schaffen. Was? Ich würde schon versuchen gerne. Ich schaffe jetzt vielleicht 30 Sekunden. Ich kann gar nicht sagen, wie viel ich jetzt schaffe. Also ich denke nicht, dass ich mehr als 1,5 Minuten schaffe. Da steht bisher 2-0 für Thomas und ich muss heute aufholen. So, das hier ist unsere Übungsstation. Wir machen einfach mal einen Testlauf, wie viel wir denn am Anfang so können. Das ist der Swag, Alter. Ich ziehe runter, ja? Ja. 3, 2. Ich habe gesagt, also eine halbe Minute ist da drin, mehr nicht. Da ist noch sehr viel Spielraum nach oben auf jeden Fall. Dann hat sich jeder von uns in einen neuen Raum verzogen, wo wir unsere neue Strategie und Taktik ausgearbeitet haben, indem wir halt Videos und Artikel zu dem Thema uns angeschaut haben. Ich habe hier eine App gefunden. Tippe, wenn du beim Luftanhalten Kontraktionen spürst. Alter, ich will keine Kontraktionen spüren. Holy moly. Official Talk. Ich habe auf jeden Fall schon mal ganz anders tief eingeatmet gerade. Achte mal. Auf jeden Fall sind die jetzt bis zum Anschlag voll. So tief habe ich gerade nicht im Ansatz eingeatmet. Und das Krasse ist, du trainierst auch gar nicht irgendwie deine Lungen oder so, sondern einfach nur deine Toleranz vom Körper, wann er getriggert ist, vom CO2-Gehalt zu atmen. Mir ist eingefallen, ich weiß nicht, ob ihr David Blaine kennt. Das ist ein Typ, der hat mal für 17 Minuten seinen Arm angehalten und ich habe jemanden gefunden, der erklärt, wie der das gemacht hat, mit welcher Technik. Und diese Technik von David Blaine funktioniert wie folgt. Ganz, ganz wichtig möchte ich jetzt hier noch sagen, macht das auf gar keinen Fall nach, ihr könntet bewusstlos werden. Und zwar geht es ja darum, diesen CO2-Gehalt in eurem Körper so niedrig wie möglich zu bekommen, damit ihr halt nicht mehr diesen Atemreflex habt. Das funktioniert ganz grob folgendermaßen. Ihr atmet kurz ein, haltet 2 Sekunden die Luft an und atmet dann 10 Sekunden lang so aus. Das macht ihr dann eine Minute 30. Und dann kommt der Part, der das Ganze wirklich so gefährlich macht. Und zwar hyperventiliert ihr eine Minute 30. Das heißt wirklich. Und das eine Minute 30 und macht es auf gar keinen Fall im Wasser. Denn ihr werdet nicht mehr merken, wann ihr einatmen müsst. Und das heißt, ihr könntet unter Wasser bewusstlos werden. Und das ist wirklich gar nicht gut. Oh Gott, eine Minute, du schaffst einfach. Also es macht sich immer ein Stückchen ranzutasten. Ich versuche jetzt gerade einfach so ein bisschen zu meditieren immer zwischendurch, mal komplett meine Gedanken runterzukriegen, damit mein Puls halt, ne, damit ich halt nicht so viel Sauerstoff verbrauche einfach. Und das macht es diesmal so richtig spannend, denn wir zwei haben ja komplett verschiedene Strategien. Thomas ist halt eher so ruhig und ich bin halt eher so genau das Gegenteil halt. Ja, dann fangen wir mal an. Ich muss mich halt jetzt erstmal einmal kurz ein bisschen aufwärmen. Drei, zwei, eins, go. Mann, Mann, warum macht jemand denn Fehler? Okay, krass. Was, würde ich nur sitzen, das ist viel, viel einfacher. Nimm dir das Ding, das ist geil. Boah, ich würde sagen, bei der Technik, die ich mache, da passiert echt weirde Sachen mit meinem Herz, ne? Ich habe mich halt mehr auf meinen Herzschlag konzentriert. Badam, 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 badam. Ich glaube, es ist halt wirklich, also was ich glaube, ich mache, ist halt einfach meinen Körper mega in eine Stresssituation bringen. Also ich werde das irgendwie beruhigen und dann irgendwann, also ich merke es irgendwann im Kopf, weil, keine Ahnung, ich werde dann so richtig high so ein bisschen. Wir haben es jetzt mal hier ein bisschen umgebaut, damit wir hier besser sitzen können. Ich würde jetzt nochmal so eine Trainingssession machen. Okay, klar. Nochmal einmal jetzt trainieren. Uff. Also ich bleibe nach wie vor bei dem Kurs möglichst ruhig zu sein, lang und tief durchzuatmen. Also ich glaube genau das Gegenteil, was Marius macht. Ich
Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wessen Taktik besser ist. Wer hat das Ganze besser gelernt? Dazu machen wir jetzt 3 Runden. In jeder Runde halten wir einmal die Luft an und am Ende werden alle 3 Runden zusammengerechnet und derjenige, der dann die längere Zeit unter Wasser verbracht hat, gewinnt und bekommt den Punkt. Okay, Thomas, bist du ready? Nee. 2, 1. War das? 2,45. 2,45. Du hast komplett durchgezählt. Aber überkrass. Holy moly. Okay, direkt nächster. Kompletter Psychopath. 2, 1, 0. Die Luft anhalten, aber ich bin jetzt überhaupt nicht außer Atem. Und er hört noch nicht mal auf. Ja, moin. Keine Chance einfach. Ich müsste halt jetzt, wenn du das nächste Mal wieder 3 Minuten schaffst, müsste ich halt jetzt 4 Minuten schaffen, damit ich noch eine Chance habe. Und ohne Scheiß, es ging so heftig auf dem Kreislauf. Ich habe sogar leicht gezittert zwischendrin. Und mir war allgemein super schwindelig und mir war so mega dizzy einfach. Es hat sich alles super betäubt angefühlt. Außerdem haben meine Finger und meine Füße und sowas extrem angefangen zu kribbeln. 5, 4, 3, 2, 1. So richtig so, okay, ich mach Stopp. Nee, ich mach noch ein bisschen. Props, Alter. Not, not bad. Oh mein Gott, das ist so anstrengend für den Körper, ne? Digga. Also meine Lunge ist richtig am Arsch. Ja, ich merk's auch so. Wenn ich so kurz vorm Anschlag beim Einatmen bin, dann merke ich immer, dass es ein bisschen wehtut kurz. Aber das muss ja bei dir komplett. Und es hat sich unfassbar komisch angefühlt, während ich unter Wasser war. Normalerweise kennt man das ja, wenn man die Luft anhält, dass man dann irgendwann mega den Drang hat, so schnell aufzuatmen. Und den hatte ich wirklich einfach nicht. Das heißt, ich hätte da einfach unter Wasser liegen bleiben können und mir war es egal. Ich bin nicht aufgetaucht, weil ich irgendwie aufatmen musste, sondern weil ich dachte, ah okay, ich muss es jetzt nicht übertreiben, 3 Minuten reichen schon. Ich hätte nicht auftauchen müssen. Aber halt übel der Fortschritt. Ich habe jedes Mal 2,20. Alter, am Anfang einfach 30 Sekunden und 3 Stunden später einfach 3 Minuten geschafft. Überkrank. So am Ende, ich weiß nicht, ob das bei dir dann überhaupt auch so ist, aber bei mir zieht sich also die Lunge zusammen am Ende. Also oder das Zwerchfell, irgendwas zieht sich da zusammen und will also, Bruder, atme mal. Das hatte ich gar nicht. Bei mir wurde es echt, ich habe einfach gemerkt, dass mein Bewusstsein immer fainter wurde. Einfach. Krass. Ja. Ey, krasse Runde, Mann. Not bad. Not bad. Wenn ihr jetzt auch noch Bock habt, gleich was Neues zu lernen, dann kann ich euch nur Blinkist empfehlen. Falls ihr Blinkist noch nicht kennt, die haben schon super oft hier den Channel unterstützt. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Blinkist ist eine App, die die Kernaussage von verschiedensten Sachbüchern so zusammenfasst, dass ihr die in einer Viertelstunde lesen oder hören könnt. Das heißt, ihr könnt Wissen super, super schnell zu euch nehmen. Theoretisch sogar unter Wasser. Wenn ihr unter Wasser Kopfhörer habt, könnt ihr es dann auch unter Wasser beim Luftanhalten hören. Ich habe zum Beispiel letztens die Schule meines Lebens von Matze Hilscher gelesen. Da geht es um verschiedene Weisheiten und Lebenstricks von ziemlich außergewöhnlichen Menschen. Kann ich euch nur empfehlen. Natürlich gibt es aber noch super viele andere Themen auf Blinkist, wie zum Beispiel Wissenschaft, Kreativität oder auch Psychologie. Wenn ihr jetzt Bock habt, Blinkist auszuprobieren, dann kann ich euch nur empfehlen, benutzt den Link blinkist.com/angeschrien, denn da bekommt ihr 20% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und Hören und wir sehen uns nächste Woche.